Hi, ich bin's wieder, eure Maya vom Gemüsekombüse. Freut mich, dass ihr wieder hergefunden habt. Ich habe wieder ein ganz tolles Rezept für euch rausgesucht. Und zwar machen wir heute leckere Schokomuffins zusammen. Ich hoffe, ihr seid dabei und habt ganz viel Spaß. Wir starten mit 250 Gramm Mehl, 50 Gramm Backkakao, 150 Gramm Zucker und einer Packung Backpulver. Das wird jetzt alles erstmal gut verrührt, damit sich vor allem das Backpulver gut und gleichmäßig verteilen kann. Jetzt fehlen nur noch die 75 ml Öl und die 250 ml vom Sojadrink. Jetzt wird alles zu einem schönen glatten Teig vermixt. Achtet darauf, dass ihr in der kleinsten Stufe beginnt, damit ihr nicht die Küche allzu schmutzig macht. So, dann kommt die Raspelschokolade, wird nur unterhoben. Dann sind wir auch schon fertig. Ab geht's in die eingefetteten Förmchen. Nach 20 Minuten sind die Muffins ungefähr fertig und sehen so aus. Jetzt müssen sie noch für ca. 30 Minuten abkühlen. Nachdem ihr eure Geduld bewiesen habt, geht's ans Verzieren. Viel Spaß dabei! Das sieht ja sehr lecker aus. Ich wünsche euch einen guten Appetit! Ja, mir hat's wieder richtig gut geschmeckt. Ich hoffe, euch auch. Und dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis denn!